Delta to all, radio check, over. Hier ist Bravo, kommen. This is Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Heute der Podcast aus Berlin mit meinem Gast, der Oberst Peter Haupt. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Freut mich. Guten Abend. Hallo. Hi. Der ist Referatsleiter für die Strategie der Reserve? Ja, auch. Aber mein Verantwortungsbereich geht ein Stück weiter. Mhm. Nämlich alles, was grundsätzliche Angelegenheiten der Reserve sind und Vorgaben auch beispielsweise für die Personalführung in Reservistenangelegenheiten. An und für sich sagt man, mache ich Grundsätze. Also ich soll mir die Reserve anschauen, wie sie ausgerüstet ist, wie sie ausgestattet ist, wie sie für neue Herausforderungen aufgestellt werden muss, ob es grundsätzlich irgendwo was zu verändern gibt. Auch im Sinne von Vorgaben. Die Personalführung soll Reservisten auswählen und ich soll ihr sagen, nach welchen Spielregeln sie auswählen soll. Das sind vielleicht mal ein paar Aspekte dazu. Und seit 2016, ungefähr ein Jahr, nachdem ich ins Ministerium reingekommen bin, hatte ich eben diesen spannenden und schönen Auftrag am Hals: Schreiben Sie mal eine neue Strategie der Reserve, weil wir uns jetzt mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung wieder zurückbesinnen wollen. Ja. Auch das ist etwas, das passiert nicht alle Tage. Ich muss ganz ehrlich sagen, als mein Personalführer mir gesagt hat, Sie müssen sich um Reserve kümmern, habe ich gesagt, hast du viel Zeit, um im Tiergarten laufen zu gehen? Ja. Und musst den ganzen Tag überlegen, was du so machst. Weit gefehlt. Kam anders. Es kam deutlich anders. Die Laufschuhe habe ich eingepackt seither. Die stehen unter meinem Bett. Die sind schon voll Staub wahrscheinlich. Die sind schon zugestaubt, genau. Die gehören auch zur Reserve. Ist das ein Resultat davon, dass die Wehrpflicht weggefallen ist, dass jetzt Reservisten mehr in den Vordergrund rücken? Das hängt ein Stück weit damit zusammen. Wobei man sagen muss, eine der saloppen Begründungen war ja, eine von vielen, um uns herum lauter Freunde. Ja. Und wir brauchen Profis für die Einsätze der Bundeswehr im Ausland. Da kommen wir mit der Wehrpflicht nicht mehr weiter. Mit der Wehrpflicht sind eben auch sehr viele Reservistenstrukturen abgebaut worden, sind sehr viele Reservisten in ein Loch gefallen, weil ihr Truppenteil, bei dem sie gedient haben, verschwunden ist. Die Reservistenstrukturen sind komplett aufgelöst worden in großen Teilen. Insoweit hat die Reserve mit dem Aussetzen der Wehrpflicht ein deutliches Stück weit auch an Substanz verloren und an Verbindung in die Gesellschaft hinein. Ja, also Bundeswehr ist anders wahrgenommen worden damals als vor der Zeit, als die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Na gut, das geht wahrscheinlich auch jedem Soldaten so, nicht nur den Reservisten. Ne? Ich habe das Gefühl, dass das Verständnis zurückweicht. Man wird nicht mehr so gesehen wie früher. Weil ich hatte das Gefühl, als ich bei der Bundeswehr 2004 angefangen habe, hatte jeder eine kleine Geschichte. Der Mann war mal in der Bundeswehr als Wehrdienstleistender oder der Opa oder der Bruder oder der Sohn. Und diese kleinen Geschichten fallen durch die Wehrpflicht auch weg. Heutzutage haben sie in vielen Familien überhaupt gar keinen Bezug mehr. Zum Soldatentum. Sie haben es übrigens nicht nur in den Familien, Sie haben es auch in den Bereichen der Arbeitgeber, Sie haben es in den Chefetagen, in den Vorstandsetagen von Unternehmen, die wir zum Beispiel auch für die Reserve brauchen. Da fehlt der unmittelbare Bezug zum Reservisten und zum Soldaten. Die Gesellschaft kriegt sich so richtig mit oder will nicht. Das ist ein Stück symptomatisch für die Gesellschaft, wenn sie über den Berliner Hauptbahnhof laufen oder durch den Berliner Hauptbahnhof in Uniform, dann werden sie, wenn sie nicht so eine schöne Fleckgetarnte tragen, dann werden sie gefragt, wo der nächste Schalter ist, wo die nächste Rolltreppe ist und wo man Bahnkarten kaufen kann. Selbst in einer Stadt wie Berlin ist das so. Oder stellen Sie die Frage nach Reserve, nun das Thema, das mich jeden Tag umtreibt, irgendwo in irgendeiner Stadt. Was wissen Sie über Reserve? Dann kriegen Sie eine ganze Menge Antworten, aber die Verbindung zur Bundeswehr ist möglicherweise überhaupt nicht da. Ja. Es reicht also dieses oberflächliche Stichwort, um schon festzustellen, wie weit sind wir auseinander. Wie wichtig sind denn Reservisten für die Bundeswehr? Sie sind künftig mehr wichtig, als man das heute vielleicht glaubt. Wenn Sie die Situation heute nehmen, dann finden Sie Reservisten dort, wo es entweder zu wenig aktives Personal gibt oder wo es besonders viele Aufträge oder Auftragsspitzen gibt.
Da finden Sie auch in erster Linie hochrangige Reservisten, Stabsoffiziere, Unteroffiziere im Spitzendienstgrad, die für einen durchaus langen Zeitraum auch sich der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Ausgeschiedene Berufssoldaten machen sowas auch ganz gerne, wenn sie die Altersgrenze noch nicht erreicht haben. Finden Sie also flächendeckend Stäben, Schulen, in Dienststellen der Bundeswehr. Künftig wird das ein Stück weit anders sein. Wenn Sie so diese Kette nehmen, Weißbuch, Konzeption der Bundeswehr, strategische Ausrüstung, Rückbesinnung auf Landesbündnisverteidigung, dann stellen wir schon fest, dass was wir alles können wollen unter dem neuen Szenario Landesbündnisverteidigung, werden wir mit den Aktiven nicht stemmen können. Das heißt, die aktiven Strukturen werden wir gar nicht so groß machen können, auch nicht so groß machen müssen. Also wenn ich sage, dahinter brauchen wir Reservisten. Nicht um der Reservisten willen und auch nicht um irgendeinen im Ministerium zu befriedigen. Nach dem Motto, das war eine tolle Idee. Sondern weil wir sagen, nur mit Aktiven und Reservisten zusammen können wir das Gesamtspektrum der Aufträge der Bundeswehr künftig erfüllen. Von daher kriegen die eine ganz andere Bedeutung, als das heutzutage der Fall ist. Weil einsatzähnliche Szenarien wie Enhanced Forward Presence dazu gekommen sind? Also jetzt bei dem Beispiel, weil NATO-Bündnisse einzuhalten sind? Deswegen? NATO ist ein gutes Stichwort. Schauen Sie, wenn Sie gucken, was wir derzeit machen, was auch die Amerikaner üben, was in der Vergangenheit viel häufiger der Fall war, Truppen irgendwo anlanden. Nehmen wir jetzt mal Bremerhaven, eine amerikanische Brigade, also eine Menge an Panzern, Personal und Peripheriegerät, landet dort an, fährt durch Deutschland durch und kommt am Ende irgendwo an der Ostgrenze der NATO wieder an. Wo auch immer, in den baltischen Staaten oder in Osteuropa, sei es mal drum. Also ein Szenario, das durchaus eine andere Dimension hat als früher und wieder häufiger auch geübt wird unter dem Aspekt Rückbesinnung auf Landes- und Bündnisverteidigung. Zum anderen hat die Bundeswehr tatsächlich für die NATO schon seit langem, das ist jetzt nichts, was in den letzten paar Jahren erst passiert ist, Kräfte zugesagt. Nur die sind zwar planerisch immer berücksichtigt gewesen und sind auch ausgerichtet gewesen auf den Fall der Landes- und Bündnisverteidigung, nur zeitlich war das alles ziemlich weit weg. Unsere alten Überlegungen zu Reservisten sind immer davon ausgegangen, irgendwo entsteht eine Krise, wo auch immer. Und dann hat man lange Zeit, bis es die Krise eskaliert und bis die Krise sich in Deutschland auswirkt. Und in dieser Zeit hat man ausreichend Möglichkeit, Gelegenheit, Reservisten auszubilden, vielleicht die Fahrzeuge aufzustocken, unterschiedlichste Maßnahmen zu treffen. Nur von dieser Vorstellung haben wir uns deutlich verabschieden müssen. War nicht realistisch. Ob es damals realistisch war, ist auch eine Frage. Da können Sie gut drüber diskutieren, nächtelang. Ja. Heutzutage, wenn Sie sich umgucken, was in der Welt passiert, sicherheitspolitisch, wie schnell Prozesse abläufen, wie das mit Terrorismus ist, wie das mit hybrider Kriegsführung ist, wie das mit Cyberattacken und Ähnlichem ist. Das wird nichts sein, was sich über viele Monate abzeichnet. Sondern man muss relativ schnell reagieren können. Und dazu bedarf es eben auch Reservisten. Haben Sie Zahlen, also dass man sich so eine Größenordnung vorstellen kann, wie viel da so tatsächlich fehlt und wie viel zukünftig kommen müsste an Reservisten? Ja, von diesem Aufgabenportfolio, das ich so ein bisschen zumindest gerade skizziert habe, der Bundeswehr uns das anschauen, dann ist eben genau das die Frage, was stellen wir uns an Gesamtbundeswehr vor? Und dann ist die Frage, was können wir damit realistisch mit Aktiven und was brauchen wir an Reservisten dahinter? Am Ende steht möglicherweise so eine Größenordnung von 2:1. Das heißt also eine aktive Bundeswehr, die um die 200.000 hat und eine Anzahl von etwa 100.000 Reservisten dahinter. Das könnte so eine Struktur sein. Wenn Sie mal in die Zeit zurückgehen, als in der ich angefangen habe, Hochzeiten des Kalten Krieges, war es genau umgekehrt. Auf einen Aktiven kamen 3 Reservisten. Ja, also da hatte die Bundeswehr so um die 300.000 plus und dahinter standen so 1 Million Reservisten. Wahnsinn.
Ja, aber das ist, auch das ist nochmal ein ganz andere, das kann man mit der heutigen Zeit so nicht vergleichen. Hm. Ja, aber von 2-1 können Sie als realistischer Größenordnung vielleicht ausgehen. Wissen Sie, wie der Stand heute ist? Ja, heute haben wir, für 60.000 Reservisten hätten wir Platz. Okay. Und davon haben wir 30.000 Stellen besetzt. Also wir haben weniger als, sind sogar noch ein paar drunter, aber wir haben etwa weniger, etwa nur die Hälfte der Reservisten, die wir gerne hätten. Mhm. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir mit dem Aussetzen der Wehrpflicht den Reservistendienst komplett auf Freiwilligkeit gestellt haben. Komplett. Selbst die Frage, ob jemand, der ausscheidet, überhaupt in der Bundeswehr bleiben will, haben wir gesagt, das kann er freiwillig entscheiden. Wird sich das denn zukünftig ändern? Ja, das müssen wir ändern. Unter dem Aspekt Landesbündnisverteidigung mit der Zeit. Eine Reserve, die sozusagen nicht voll befüllt ist und die nicht vernünftig aktivierbar ist und die nicht vernünftig für die Bundeswehr als Reserve tatsächlich zur Verfügung steht, ist wenig hilfreich. Mhm. Und wir haben heute zum einen eben den Punkt, dass der Reservist freiwillig sagt, ob er beordert werden will oder nicht, also für die Bundeswehr zur Verfügung steht oder nicht. Und wir wollen künftig dahin, dass wir sagen, jeder, der ausscheidet, egal ob er Berufssoldat gewesen ist oder Zeitsoldat oder freiwillig Wehrdienstleistender, der unterliegt ja ohnehin erstmal der Wehrüberwachung oder der Dienstleistungsüberwachung. Das muss man auch immer sagen. Also rechtlich gesehen ist der Reservist und hat bis zu einem bestimmten Alter für die Heranziehung im Spannungs- oder Verteidigungsfall zur Verfügung zu stehen. Das sind die gesetzlichen Pflichten. Ja. Die will ich immer mal beiseite räumen oder beiseite lassen. Denn was wir wollen, ist im Grunde genommen eine Struktur aufbauen, ähnlich wie bei der aktiven Bundeswehr, wo wir sagen, hier sind Truppenteile der Reserve und hier sind Stellen der Reserve und da wollen wir auch wissen, wer draufkommt. Und da wollen wir eben die Ausscheidenden dafür gewinnen und nutzen. Also jeder, der ausscheidet, jede, die ausscheidet, soll auf eine Stelle gebracht werden. In erster Linie gucken wir auf den fachlichen Bedarf der Bundeswehr. Also wenn einer als Panzerkommandant ausscheidet, ist es ja sinnvoll zu sagen, dich verwenden wir in der Reserve auch als Panzerkommandant. Wenn einer als Triebwerkmechaniker ausscheidet, wäre es da ganz hilfreich. Aber wir wollen auch auf den regionalen Aspekt gucken. Wir haben in der Fläche, in der territorialen Reserve viele Möglichkeiten, sodass man dann auch sagen kann, der junge Mann, die junge Frau, die in Freiburg studieren will, die hat möglicherweise eine Chance, in einer solchen territorialen Einheit auf die Stelle gebracht zu werden. Und das Ganze wollen wir für 6 Jahre machen. Wir nennen das Grundbeorderung, das heißt also für den Reservisten planbar, für die Bundeswehr planbar, damit wir im Falle des Falles den Mann oder die Frau als Reservist auch dort heranziehen können, wo es sinnvoll ist. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt selber auch Reservistin und bin dann nach meiner Dienstzeit ausgeschieden. Werde ich dann gefragt oder auf welcher Basis passiert das? Also ich erinnere mich damals, musste ich so einen kleinen Haken setzen. Sind Sie interessiert an einer Reserve? Da habe ich so ein Häkchen hingemacht und dachte, ja, warum nicht? Wird das auch so laufen dann? Da sind Sie schon mal ein positives Beispiel. Es gibt nämlich eine ganze Menge, die werden gar nicht gefragt. Oder wollen den Fragebogen nicht vernünftig ausfüllen. Nein, das spielt für mich eine ganz entscheidende Rolle. Wir wollen, ich meine, zwingen ist das eine. Also zwingen im Sinne von, wir machen das so. Mhm. Aber für mich kommt es immer darauf an, die ausscheidenden Menschen auch zu gewinnen. Ja, und zu begeistern und zu motivieren. Die sollen ja hinterher auch so eine Heimat finden. Ja, ja. Also wenn die ausscheiden aus ihrem Truppenteil, wo sie groß geworden sind. Ich bin ein Aufklärer, mir ist es noch nicht so wie Sie gegangen, weil ich Berufssoldat bin, aber wenn ich ausscheide, möchte ich schauen, dass ich befragt werde, dass mein Chef mit mir ein nettes Gespräch führt, dass er mir auch ein paar Möglichkeiten anbietet und erläutert, wie geht denn das, und mich sozusagen für sich gewinnt, ja, und begeistert. Und ich dann hinterher sage, boah, war prima, hat mir gut gefallen, die 12 Jahre oder die 10 Monate, die ich da war. Und da bleibe ich auch gerne. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Chefs, dass die Spieße, dass die Vorgesetzten insgesamt mit denjenigen, die ausscheiden, über die Zeit Gespräche führen. Es bringt weder was, das dem am ersten Tag zu sagen, noch ist das hilfreich am letzten Tag, wenn der sowieso abgeschlossen hat, ja, und wenn der an seine Zukunft draußen denkt, zu sagen, ach, und da war noch was.
Hier haben wir die Reserve fertig. Ich wollte mal fragen, ob. Nee, das ist ein Begleitprozess, den müssen Sie sinnvoll machen. Ja, und das kann ein Pausengespräch sein, das kann ein Beurteilungsgespräch sein, das kann bei einer Dienstaufsicht draußen sein, ja, wo so ein Chef dann mal sagt, Mensch, prima. Ja, im Übrigen könnte ich mir auch vorstellen, wenn Sie mal gehen, kommen Sie zu mir in die Reserve rein. Was halten Sie davon? Ja. Also so etwa muss man sich das vorstellen. Das wird nicht bei allen gelingen. Ja. Ich zeichne natürlich jetzt ein sehr, sehr hehres Bild von den guten Vorgesetzten, von denen wir natürlich sehr viele haben, in der Bundeswehr hoffentlich sehr viele haben. Da werden uns auch Leute durchs Raster fallen. Ja, da wird es auch Spieße und Vorgesetzte geben, die sagen, froh, dass er weg ist. Mit dem will ich noch nicht mal mein Gespräch führen. Ja, der soll sehen, wo er bleibt. Aber das ist nicht zielführend. Was wird sich denn für Reservisten dann in den kommenden Monaten ändern? Was passiert nach den 6 Jahren Grundbeorderung? Ist dann einfach Schluss oder kommt da noch irgendwas? Kann ich dann verlängern oder... Was bedeutet für mich dieser 6 Jahre Zeitraum? Der 6 Jahres Zeitraum, der bedeutet für Sie zunächst mal, dass in diesen 6 Jahren die Bundeswehr sozusagen an Ihnen ein Bedarf hat und sagt, für diese Zeit bleiben Sie in jedem Fall beordert. Nach diesen 6 Jahren liegt es an Ihnen, dann gehen wir zu dem, was wir heute flächendeckend haben, nämlich zu dem kompletten Freiwilligkeitsprinzip, indem Sie dann sagen, ja, ich würde mich gern weiter in der Reserve engagieren. Oder aber sagen, nun war es mit 6 Jahren auch genug und nun möchte ich auch von der Bundeswehr nichts weiter hören und jetzt will ich nicht mehr. Also, wir verschieben die Grenze also für 6 Jahre weiter und danach, wenn Sie dabei bleiben, können Sie sich entwickeln, können Sie gefördert werden, können Sie in die Spitzendienstgrade kommen, je nachdem. Oder Sie bleiben einfach da, wo es Ihnen gefällt und machen weiter, solange Sie möchten und solange eben auch der Dienstherr das möchte oder der entsprechende beidseitig. Vorgesetzte. Das muss also beidseitig funktionieren. Würde das für mich denn jetzt auch gelten? Ich bin ja schon länger Reservist. Ich mache das ja schon eine ganze Weile, immer wiederkehrend. Ist das jetzt für Reservisten wie mich dann auch so, dass dann ab, weiß ich nicht, in den nächsten Monaten gesagt wird, so ab jetzt gelten 6 Jahre? Wann wir das genau machen, das ist noch eine der entscheidenden Fragen. Also mit der Unterschrift der Ministerin unter die Strategie der Reserve haben wir jetzt ein strategisches Papier, das beschreibt, wie wir uns Reserve in der Zukunft vorstellen. In Zukunft heißt aus ministerieller Sicht nicht morgen oder übermorgen, heißt auch nicht nächstes Jahr, sondern zielt auf einen Zustand, der liegt irgendwo im Jahr 2030, nehmen wir jetzt mal an. Aber als Zielzustand, dazwischen passiert eine ganze Menge an Umsetzungsmaßnahmen. Dennoch gilt das nicht wie bei einem Gesetz, das der Bundestag beschlossen hat, wo dann drunter steht, ab dem 1. Januar 2020 geht es dann los, sondern wir arbeiten gerade daran, wie wir das, was wir an Zielen dort formuliert haben, wie wir das in einen Umsetzungsplan bekommen, wo dann auch Zeiten dahinter liegen. Und da wird dann am Ende beispielsweise auch drin stehen, ob wir mit dieser Grundbeorderung, die ich skizziert habe, im Jahr 2021 beginnen wollen oder 2022 oder wann auch immer, weil wir dafür einfach ein paar Voraussetzungen brauchen. Wir brauchen die aktive Organisation, die darauf eingestellt sein muss, dass jetzt nicht jeder freiwillig sagt, ob er kommen will oder nicht, sondern jeder grundbeordert wird. Wir brauchen Aufnahmekapazitäten, wir brauchen Verfahren. Wir müssen auch gucken, ob wir an der einen oder anderen Stelle gesetzlich nochmal präzisieren müssten. Datenschutz spielt da auch immer eine Rolle dabei. Also Sie können davon ausgehen, das, was in der Strategie drin ist, sind die Ziele. Die werden jetzt in Zeiten und Meilensteinpläne und Überlegungen gegossen, wie man es umsetzen kann. Also, und es muss natürlich auch kommuniziert werden. Es hilft ja nichts, jetzt einfach zu sagen, morgen legen wir los. Dann fühlt sich, in dem Sinne, was ich vorhin auch sagte, niemand mitgenommen, da fühlt sich keiner ernst genommen, da fühlt sich keiner wertgeschätzt. Ja, das geht natürlich alles nicht. Also man kann ganz salopp sagen, da würde ich jetzt demjenigen, der sie geschrieben hat, wehtun. Die Arbeit ist noch längst nicht vorbei, sondern es geht jetzt in eine andere Phase der Arbeit rein. Wenn Sie sagen, für 60.000 hätten wir Platz, 100.000 Reservisten hätten wir gerne, dann muss ja erstmal der Platz geschaffen werden. Die müssen ja dann in irgendeiner Form von Ausbildung kommen. Das sind ja ganz viele Baustellen, die mir gleich einfallen, ohne überhaupt was damit zu tun zu haben.
Da haben wir auch so einen schönen Flyer, finde ich, ist ein gutes Produkt geworden, mit den Kernelementen der Strategie der Reserve. Da finden Sie dann die Sachen, die wir angehen wollen. Den habe ich mal. So, genau, da steht das alles in diesem schönen Kreis da drin. Kernelemente der Strategie der Reserve. Und dann stehen eben so Sachen, jetzt mal plakativ, wie neben der Grundbeorderung, wie die Ausbildung, wie die Ausstattung. Ich meine, Ausbildung und Ausstattung ist heute ein echtes Manko. Ja. Wenn Sie als Reservist irgendwo hinkommen und haben nichts, also da ist kein Gewehr für Sie, da ist kein Panzer speziell für die Reserve, da ist kein Ausbildungsplatz speziell für die Reserve, da ist möglicherweise auch keine IT-Ausstattung speziell für die Reserve. Computer zum Beispiel mal nicht. Mhm. Dann ist das ein unbefriedigender Zustand, der sich auch auf Ihre Motivation auswirkt und die Frage, kommen Sie eigentlich gerne zur Bundeswehr, um Reservistendienst zu leisten oder nicht? Wenn wir künftig mehr gucken wollen auf Landesbündnisverteilung, auf die Befähigung dazu, dann kann das nicht ohne Auswirkungen bleiben auf die Ausbildungseinrichtungen. Da müssen wir uns Gedanken machen, wo können wir Reservisten künftig ausbilden? Mhm. Im Team, weniger als Individuum, aber im Team vor allen Dingen. Wie wollen wir das machen? Wie können wir das zeitlich machen? Kann man sowas machen, was alte Leute aus der Vergangenheit kennen oder was heute unsere Territorialreserve gerne macht? Die kommen am Freitag zusammen, Freitagmittag beispielsweise, gehen Sonntagmittag wieder auseinander und haben dann Wochenende gemeinsam irgendwo geübt. Mhm. Haben geschossen, sind ausgebildet worden, waren auf dem Übungsplatz, haben da bivakiert, ja, wie auch immer, und haben sich am Ende auch wohlgefühlt und haben auch was für die Kameradschaft getan. Haben wir auch schon zweimal gemacht. Heimat. Nannte sich DEFAG. Nannte sich DEFAG oder auch Übung, je nachdem. Aber das ist etwas, da braucht man Infrastruktur dafür, wenn man das in größerem Rahmen machen will. Da braucht man Personal, das ausbildet. Das ist die Frage, kann die aktive Truppe das machen? Da können auch Reservisten selber Reservisten ausbilden. Da gibt es also noch eine ganze Menge auch an Spielräumen dazwischen. Und ich brauche am Ende auch Großgerät. Ja. Und zwar nicht nur Großgerät, das die aktive Truppe für Reservisten bereithält, sondern mir wäre es am liebsten, wenn dieses Großgerät zu einem Reservistenverband dazugehört. Also ein Reservistenverband der Zukunft darf sich weder von der Personalausstattung noch von der Materialausstattung noch von der IT-Ausstattung und dem ganzen Drumherum, Infrastruktur, Munition, was auch immer, unterscheiden von einem aktiven Verband. Das wäre so das, was ich mir am Ende wünsche. Wenn ich den, weil ich die ja auch einsetzen können muss am scharfen Ende. Ja. Ja. Also das ist so ein Beispiel, wo ich sage, Ausstattung ist auch ein Motivationsfaktor. Ja, und wirkt sich dann auch hoffentlich aus auf Reservisten, die zu uns kommen wollen. Und dann finden Sie halt dann noch so ein paar Beispiele, wo wir mit der Strategie der Reserve auch ran wollen. Wie, das hatten wir schon gesagt, was motiviert einen Reservist zu werden? Was hat die Bundeswehr denn vor, das Ganze lukrativ zu machen? Also wie soll das Ganze lukrativ gestaltet werden? Was habe ich davon zu sagen, jetzt wäre am Wochenende ein schönes Schießen? Entweder man hat da wirklich Interesse dran oder vielleicht auch nicht. Aber gibt es da Ideen für einen Menschen, das lukrativ zu gestalten? Was ich immer erstaunlich finde, ist die unglaubliche Bandbreite, warum Reservisten zur Bundeswehr kommen oder warum junge Leute, die nie bei der Bundeswehr waren, in eine Karriere als Reservist einsteigen wollen. Mhm. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt ideelle Motive. Also mal vereinfacht gesagt, etwas für das Land tun zu wollen oder für die Region, in der ich lebe, weil ich glaube, das bin ich dem Staat oder der Gesellschaft schuldig. Mhm. Der Bundesfreiwilligendienst hat ja auch eine ganze Menge an Zulauf. Ja. Also es gibt auch Reservisten, die mit ähnlichen Motiven zur Bundeswehr kommen können. Es gibt natürlich Menschen, die sie über monetäre Anreize an die Bundeswehr binden können. Das ist auch immer ein starkes Argument. Es gibt Ausbildungen, die sie möglicherweise im Zivilen nicht bekommen können. Es gibt Freude am Soldatenberuf. Das trifft oftmals auf diejenigen zu, die
in der aktiven Truppe gewesen sind und die sich dann nicht unbedingt beim Ausscheiden, aber früher oder später doch wieder daran erinnern, nach dem Motto, Mensch, eigentlich so schlecht war es da gar nicht. Guck doch da mal wieder hin, vielleicht gibt es den alten Spieß noch und jetzt hätte ich auch wieder Zeit, jetzt habe ich mich so ein bisschen gesettelt in meinem zivilen Umfeld, jetzt gehe ich da einfach mal wieder hin. Also die Motivlage ist durchaus heterogen. Gleichwohl, wir wollen schon dafür Sorge tragen und etwas dafür tun, dass wir Anreize schaffen. Es gibt viele kluge Überlegungen, das haben wir festgestellt in der Erarbeitung der Strategie der Reserve, auf unterschiedlichsten Feldern. Also beispielsweise kann man jemanden, der dann hinterher studieren will, kann man dem möglicherweise Punkte verpassen, kann man denen Vorteile verschaffen, kann man mit Blick auf die Rente was tun, kann man besondere Anreize in der Ausbildung schaffen. Es gibt also Kooperationsüberlegungen und auch Modelle, wo man sagt, jemand kommt zur Bundeswehr, wird dort ausgebildet, geht dann in einen Betrieb, wo er später vielleicht mal weitermacht, kriegt dort eine Ausbildung, kommt dann als Reservist anschließend wieder zur Bundeswehr für einen bestimmten, in bestimmten Intervallen zurück und versucht das Ganze auch vertraglich zu fixieren. Ja, oder man schafft ideelle Anreize. Auch das ist, sagte ich, ist interessant. Manche Leute wollen einfach nur mal das Feeling als Soldat oder Soldatin wieder genießen. Aber wir müssen sicherlich was tun. Zum einen für die Reservisten selber, zum anderen aber auch für die Arbeitgeber, weil das kann man in der Strategie der Reserve auch sehr deutlich lesen. Der Reservistendienst an sich bleibt unverändert freiwillig. Ja, ich war ja immer selbstständig. Ich weiß also gar nicht, was da momentan für Vorgaben sind. Gibt es da eine Form von Entschädigung für den Arbeitgeber, wenn man irgendwo festangestellt ist und man sagt, ich würde gerne mal 4 Wochen mal wieder in meinen Truppenteil? Bis vor kurzem gab es dazu, man muss eigentlich sagen, nichts. Wir haben jetzt mit der letzten gesetzlichen Änderung erstmalig im Arbeitsplatzschutzgesetz, meine ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es drin ist, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass unter bestimmten Voraussetzungen und ab einer bestimmten Zeit ein Arbeitgeber sozusagen eine finanzielle Entschädigung durch die Bundeswehr bekommen kann. Die Entschädigung finde ich ganz schön im Begriff in dem Zusammenhang. Wie das angenommen werden wird, da sind wir alle mal sehr gespannt. Damit betreten wir komplett Neuland. Bisher haben wir uns auf den Reservisten konzentriert. Der hat Unterhaltssicherung bekommen. Ja, das heißt also, wenn er, insbesondere wenn er abhängig beschäftigt gewesen ist und sein Gehalt nicht weiter fortgezahlt worden ist, hat man ihm eben die Unterhaltssicherung gewährt. Aber konkret auf die Arbeitgeber ist das jetzt der erste Schritt, den wir da mal ausprobieren wollen. Mhm. Wir hatten vorhin ja schon mal das Thema, Sie sind schon ziemlich rumgekommen. Wie lange sind Sie jetzt bei der Bundeswehr, Herr Oberst? Seit Anfang 1982, wenn ich dann richtig rechne, 38. Dienstjahr oder sowas. Okay, ich bin 80 geboren, also schon eine ganze Zeit. Was ist denn Ihre Erfahrung zum Thema Reservisten? Sie haben ja bestimmt auch einige als Untergebene gehabt. Tatsächlich. Und wenn ich ehrlich bin, ambivalent. Mhm. Ich habe tolle Leute in der Reserve erlebt. Also mir fallen jetzt so spontan 2 ein. Das ist ein hoch engagierter Stabsfeldwebel der Reserve, den ich aus meiner Bataillonskommandeurzeit kenne und dort kennengelernt habe, der für die Reserve Ausbildung organisiert hat. Den ich ziemlich früh in meiner Kommandeurzeit das erste Mal bei mir im Büro hatte und er sprühte vor Unternehmungslust und vor Ideen und erzählte mir, dies würde er gerne machen und jenes müssten wir mal tun. Und er sagte, toller Mensch. Ja. Und habe auch den versucht zu unterstützen. Und er kam regelmäßig, war bei jeder Veranstaltung dabei und hat sich wirklich maßlos engagiert. Fand ich ganz toll. Und das andere war der sogenannte O3. Ich bin nach der Generalstabsausbildung nach Ellwangen gekommen und war dort Abteilungsleiter für Logistik und der Brigadekommandeur war damals ein Oberst und sein Stellvertreter war ein Oberst und der eine hieß O1 und der andere hieß O2 und dann sagte der Brigadekommandeur irgendwann mal, morgen kommt auch der O3
Und der O3 war tatsächlich ein oberster Reserve, der dort eingesetzt war und immer wieder übte und auch unterstützte. Und wo man völlig selbstverständlich, ich sag mal, in der Führungscrew zwei Aktive und einen Reservisten dabei hatte. Ach. Und auch da ist mir, oder da ist mir das erste Mal so richtig deutlich geworden, dass auch in solchen Führungsverwendungen Reservisten, ich sag mal, ihren Mann stehen, salopp gesagt, ja, und wie selbstverständlich mit dazugehören. Ohne den O3 fand keine Besprechung statt, ohne den O3 fanden keine Entscheidungen statt. Das heißt, er wurde immer gefragt, einbezogen und konnte seine Meinung dazu äußern. Fand ich toll. Wahnsinn. Schön. Ja. Bestes Beispiel. Genau, bestes Beispiel. Ambivalent, sagt aber leider auch, wie bei den Aktiven, genau, gibt es auch Negativbeispiele. Aber die sind zum Glück deutlich in der Minderzahl. Herr Oberst, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das nette Gespräch. Mein Gast heute war Oberst Peter Haupt. Er ist für die Reservisten innerhalb der Bundeswehr zuständig und zuständig für die neue Strategie der Reserve für die Bundeswehr. Wir melden uns jetzt ab von dem Funkkreis. Wir sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören und freuen uns auf das nächste Mal, wenn Sie einschalten hier bei uns in Berlin.